Moin Freunde und herzlich willkommen im nächsten Part von Far Cry New Dawn mit Quadfahrer Bolias Gaming. Hallo, ja, moin zusammen. Ja, ich bin wieder nach Pampa und wollen zu unserem nächsten Ziel. Let's go. By the way, muss ich kurz sagen, ich habe in einem der letzten Parts gesehen, dass die gute Blutgirl LP kommentiert hat. Lange nichts gehört. Meine Gute, ich hoffe, alles gut bei dir und Family und euch und so. Voll schön. Ja, schöne Grüße. Ja, eben. Kennst du auch noch, ne? Glaube ich. Ja, Namen war, weißt du doch. Ja gut, das stimmt. Das war ganz am Anfang noch die Zeit so, wo wir auch untereinander so voll genetworked haben mit Morell und sonst was. Und das war voll oldschool, Alter. Voll oldschool. Oldschool, yeah. Zum Glück gibt's hier gar nichts Oldschooles mehr. Hier ist alles weggebombt. Hier gibt's nur noch Polarlöcher und auch. Ja. Richtig geil. Geil, richtig schön. Schöner Luftschlag reingeballert, Alter. Oder? Das kennst du von der Arbeit, Alter. Ja. Da wieder am Kinderheim, bam, junge Nordlichter, einfach nur schön. Ist das ein Klischee, dass die Bundeswehr nur Kinderheime angreift? Nein. Gut, okay. Ich dachte schon. Hatte schon Angst um mein Weltbild. Wir haben doch hier Quatsch fahren. Ich würde eben gerne diesen Wald, von dem nichts mehr über ist. Junge. Ja, easy. Es ist. Also das Quad ist echt laut. Okay. Geht kaum was mit. Bei so coolen Moves war klar, dass du entdeckt wirst früher oder später. Ja, wir sind ja entkommen, oder? Ja, ich denke, uns hält hier gerade wenig auf. Hast du eigentlich das markiert, das am allerweitesten weg ist? Das war rechts neben uns. Alles recht weit weg, Junge. Heftig. Oder hätten wir auch einfach Straße fahren sollen, aber. Nee, ist das ja auch nicht mal Straße, da werden wir immer aufgehalten von irgendwelchen Leuten, die uns angreifen und so. Richtig, richtig ätzend, Junge. Richtig ätzend, Armena. Was findest du schlimmer als Leute, die einen angreifen? Tiere, die einen angreifen. Ja, das ist. Tiere sind einfach schlechte Menschen. Ja, das kann man das auf jeden Fall noch sagen. So, das sieht sehr professionell aus. Also die ganze Buschpopulation, Junge, die ist einfach mal spontan um 70% gecuttet worden hier in einem. Ja, die hat sich hier aber auch ausgebreitet, die Scheiße wieder, ne? Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendwelche Büsche mich mal gefragt haben, ob sie erwachsen dürfen. So, also, ich glaube, wir gehen mal zu Fuß hier. Okay, wir gehen zu Fuß. Wo bin ich denn jetzt abgestiegen? Hallo. Hier tschüss. Ist ein leichter Abhang. Okay, ich sammle. Guck mal, können wir doch pflanzen? Händchen. Genau. So, mal sehen. Wir haben ja jetzt Wikibinia-Experten, haben wir uns ja gesichert. So, oh, da ist so ein Bär. Guck mal, das ist so ein goldener Bär wieder, oder? Oh, das ist ein Level 3 Bär mit so. Oh, den haben wir schon mal getötet, sowas. Also Level 3. Ich glaube, der hat Bock auf uns, oder? Guck mal, wie er uns anlächelt. Hey. Gucken wir mal, ob er noch weiterhin lächelt. Oh. Ey, nee, jetzt habe ich doch wieder ein Messer. Jetzt haut er ab. Hä? Ernsthaft? Mit ihm. Hä? Wieso haut der Typ ab? Das war ein freundlicher Bär, der uns wirklich angelächelt, Alter. Toll. Hier, sie hat eine Quest. Also sie redet nicht mit uns, weil wir den Bären angegriffen haben. Ich schätze, der Bär ist ihr verzauberter Freund. Doch nicht. Angeblich hat Nadine sich auf einem Schrottplatz eingeschlossen und ist erst durchgedreht und dann verschwunden. Hat Comics gehortet, wie ein Messi. Oh. Vielleicht hat sie ein paar Vorräte zurückgelassen, die nützlich für dich sind. Ich schlage vor, du lässt das. Oh. Was machst du wieder? Ja, ich wollte was testen. Angeblich hat Nadine sich auf einem Schrottplatz eingeschlossen und ist erst durchgedreht und dann verschwunden. Hat Comics gehortet, wie ein Messi. Vielleicht hat sie ein paar Vorräte zurückgelassen, die nützlich für dich sein könnten. Jo, danke. Achso, das fehlte, das könnten, dass wir die Quests aktiv haben. Ja. Gut. Weil die Comics geben uns ja immer Vorteilspunkte und so. Eben, und darum ist es natürlich toll, dass die welche horten. Das sind bestimmt so 7000 Vorteilspunkte auf einmal. Wir müssen eigentlich schon wieder fast zurück. Ja, wollte ich sagen, ne? Wo renne ich denn eigentlich rum? Ich wusste ja auch nicht, was hier schon ist. Wo ist denn die Olle nochmal? Da müssen wir hin. Weiß es auch schon wieder nicht. Alter, wir sind ein bisschen weiter weg. Ich schwimme hier, bin wie der Bär, Digga, Alter. Schön. Ja, man muss sich auch mal ein bisschen mit der Natur vereinigen. Ja, Alter. Ja, ich merke das schon. Deswegen ist es ganz essentiell für meinen Glauben. Ich bin nämlich, wie heißen die, Cherokee-Indianer. Oh, und das ist grandios. Ich war Häuptling, Flinker, naja, gut, ich sag's nicht. Ich dachte an die Waffe, aber das wird mir wieder zu Ungunsten ausgelegt. Das ist böse, niemals. Moment, ich habe da Rotpunkt wie sie gesehen oder die so. Ist pink, die Scheune. Willkommen in Gayhausen. Ja. Hier ist ein die entdecken uns. Die machen gar nichts. Natürlich, mich haben sie schon fast entdeckt. Irgendwo ist hier noch einer. Weil du wieder so ein krasser, stylischer Typ bist, Alter. Das riechen die. Sie riechen es. Kann ich eigentlich selber Dynamit herstellen? Das wäre toll. Ich habe bisher nur einen Gegner gesehen, das kann doch nicht wahr sein. Sieht nicht so aus. Für ein Erste-Hilfe-Set brauche ich Fleisch. Okay. Fleisch! Fleisch! Fleisch ist mein Fleisch, Gemüse. Fleisch. So ist es. Ich hatte ewig kein Gemüse, Lul. Ja,
krasse Gemüse, Junge, diese Buschbeeren. Was machen wir? Gehen wir da jetzt hoch? Ja, ich gehe mal hoch, dann können wir ein bisschen... Ich würde eigentlich lieber mit dem Flammenwerfer eskalieren und dann sterben. Mal gucken. Oh, hallo. Schön gemacht, schön. La la la. Vor dir ist eine. Ich habe sie ja schon gefunden. Alter, das ist mit ihren Augen, ist sie ein Walking Dead Zombie oder was? Hallo, Feurio. Feurio, oh shit, da stehen welche auf Nacht. Oh nö, lass mich leben. Ja, ich hab's. Lass mich leben. Hast du die? Das ist cool. Ja. Ich hab einen Co-Partner, tötet den. Was? Weil, die könnt ja auch. Hast du nicht gehört? Bist du viel zu weit. Okay. Achso. Der kann auch noch mehr Solarzellen irgendwie aufs Dach pappen, oder? Richtig professionell, Alter. Das ich läuft bei denen hier. Mal, prüf die mal bitte da, wo du gerade läufst. Ob die auch TÜV-mäßig okay sind. Hallo. Ja? Ja, schön. Gerade so, ne? Gerade so, okay. Ja, das kann man abnehmen. Ich aber. Wäre ich sauer geworden. Kann nicht sein. Hier ist ein Safe. Echt? Wo? Ja, hier, bei mir. Achso, ich komme und dann reden wir mit der Alten. Hallo! Ja, plündern hier erstmal alles, oder nicht? Wie denn bei dir, wenn du rumläufst, Alter? Da drinne, geh da rein! Junge, Marius, ach hier in dem, ach, schön in den Container, Alter. Schöner Schrottcontainer. Richtig geil, Mann. Ah, ich knack den wieder, schön mit Flammenwerfer. Ich schätze, da ist Titan drin, ich hab da so eine Idee. Oh, gucke, nennt mich Prophet, Alter. Ibim, ist war auf dem Dach auch was außer Solarzellen? Nö, eine Leiche halt. Boah, ne, das ist, ich meine, jeder hat ja nun mal eine Leiche. Aber hier sind ja noch überall Köfferchen und so, die kann man ja auch noch alles noch mitnehmen. Köfferchen. Chien. Chien ist französisch für Hund, by the way, ne? Was? Chien? Ja, also Chien. Chien und Cha. Und Cha ist Katze. Komm, sie, komm, sa. Ja, genau. Komm, ja. Sie, komm, Katze ist das. So, Sägeblattwerfer. Warte. Ich hab noch mal mit dem, was denn? Du bist doch nicht, warte doch, was machst du? Ich lese nur. Ach so. Ich hab es, der heißt so. Ich, ja, der heißt Sägeblattwerfer, der Autor. Ich habe es nochmal mit dem Sägeblattwerfer versucht. Kann hier und da noch etwas ausgebessert werden, aber eigentlich bin ich schon recht zufrieden. Die Ladezeit ist kurz und die Sägen schießen schnell raus. Aber vor allem ist es schwer, daneben zu treffen. Ja, denkt er. Was ganz gut ist mit meinen alten Augen. Okay, ach, dann ist das hier die Waffenexpertin bestimmt. Oh, dann können wir basteln. Ja, die gibt uns jetzt die Werkbank, das ist cool. Können wir richtig eskalieren. Hier ist ein Sofa, hier liegen noch Zahnräder. Schön, Schrottfarm, 2 von 4. Ach so, das ist hier die Schrottfarm und das ist dann wirklich jeweils nicht nur bei so Bonuszielen, sind dann quasi überall unsere Zahnradanzeigen. Mir fehlt jetzt noch eins, ich habe 3 von 4. Ich habe die Quest gar nicht. Ja, das ist auch keine Quest in dem Sinne, aber so die Anzeige, was man jetzt pro Bono, Lul, pro Ort quasi schon gefunden hat an Materialien anscheinend. Okay. Wo hast du die Anzeige? Die ist immer kurz links, wenn ich was aufgesammelt habe davon. Dann ist sie ganz kurz. Zahnräder waren auf jeden Fall hier noch, bevor du den Safe geöffnet hast. Ich weiß ja, ich habe halt auch nicht drauf geachtet. Ich weiß nicht, was war schon. Die habe ich da links, ja. Die hast du. Ja, wer weiß. Dann waren hier noch welche? Die müsste ich auch haben, ja. Ja. Toll. Hier oben bestimmt. Bestimmt hier oben, Alter. Safe Call. Wo sollten Zahnräder liegen, wenn ich hier bei diesem komischen Windrad. Okay, hier liegt nur eine alte Snitch in Gönnerpose. Aber jetzt nicht Nutte. Vielleicht hier drinnen noch? Hier ist ja auch noch ein Häuschen. Now. Ah, ne, da waren wir ja auch schon, ne? Da hast du auch schon. Oh, aber das ist ein oberes Stockwerk bei dem Häuschen, wie es aussieht. Danke dafür, kein Ding, Alte. Gib mir Waffen. Na, was mach ich denn? Da hoch. So, jetzt aber. So, okay. Hier geht's ja auch noch. Hier, guck mal, sie haben sich hier Autositze ausgebaut und vor einen Grill gepflanzt, Alter. Geil. Auf jeden Fall. Ja, sehr, man braucht es auch gemütlich nach der Apokalypse so. Und so. Überall Gitarren und Bierflaschen und Mountain Dew, Alter. Oh, hier ist noch was. Ja, nice. Hier sind auch Zahnräder bestimmt noch. Na? 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 Nee, aber noch ein Zettel, Alter. Sägeblattwerfer. Ich habe es. Hä, das ist derselbe. Wieso schreibt die zweimal dasselbe? Was ist denn mit der? Vielleicht ist sie verwirrt. Ja, das finden wir jetzt raus, wenn wir reden jetzt mit ihr. Ja! Yeah. Auf Zahnräder. Pack lieber deine Waffe weg, bevor du jetzt schon wieder. Die ist blind, oder? Das kann gut sein, ja. Alter. Frag sie doch mal. Ja. Ja. Was? Ich höre nichts. Bist du noch da? Ja. Quatschst du mit ihr? Ja. Ja, dann bitte wiederhol mal. Ja, gleich.
Junge. Classic, dass sie auch 7 Stunden labert, wenn du nicht hörst. Also, was soll das? Sie ist blind und sehr, sehr sad. Und sie hat eine mega super, super Waffe gebaut, weil sie von uns so viel gehört hat, für uns inspiriert. Ja. Und na, die Waffe wurde natürlich geklaut, lul. Und die dürfen wir jetzt holen. Geil. Richtig schön. Die hat sie bestimmt einfach nur verlegt und weiß nicht mehr, wo sie ist. Ja, Mann, eigentlich hat sie sich die ganze Zeit über deinen Hut lustig gemacht. Ich raste aus. Ja, ich hab den Hundi gestreichelt so lange. Ja, das ist, ich sag mal, der Hundi. Wo müssen wir denn? So, wo müssen wir denn hin, genau? Ja, wo ist das denn? Wir haben da Spielverderber. Es ist Spielverderber, glaube ich. Das Bahngelände. Oder Ausbruch? Nee, Spielverderber. Naja, dann gehen wir doch mal da hin, würde ich sagen. Oder wollen wir doch vorher den Schatz noch mit einsammeln? Gute Frage. Wo ist der denn? Ach, da auf dem Weg, ne? Ja, einfach über den Berg darüber. Genau, so machen wir das. Ganz genau, ja. So. Ah, ja, mal hier. Ja, gut. Was? Ja. Was? Ja. Was ist mit ihr? Weiß ich nicht. Die hat doch schon wieder gesoffen, ja, Alter. Das ist alles nicht mehr normal. Ja, ja. Oh, warte mal. Hier geht's auch noch hoch. Sie sollten diese Punkte, glaube ich, schon sehr... Was denn? Da war ich hier schon drin. Hier sind sie nämlich. Haha. Neue Bewohner und Zahnräder. Habt ihr alte Blindschleiche getroffen? Die hat sich hier voll die üble Waffe zusammengezimmert. Keine Ahnung, wie sie das überhaupt hingekriegt hat. Naja, wir haben das Ding gleich rübergeschafft zum Bahngelände. Mit Bahngelände. Miggy und Lou werden das Ding lieben. Die werden aber erstmal hierbleiben und alles durchforsten. Wer weiß, was sie hier sonst noch so versteckt hat. Ja. Schön, ne? Super, haben sich einfach eingenistet, die Assis. Sehr schön. Räudigen Halunken, Junge. So, mal gucken, was wir an Schätzen finden. So. Bist du drauf? Hey, geil. Ich bin drauf da. Vorwärts, Mann! Zeit für senkrecht nach oben driven. Könntest du bitte wieder beide Hände an das Ding? Stangen, Ding, was ist jetzt? Überrannt. Sehr gut. Vorne auf dem Mond, flott ist. Jung. Einfach nur schön. Ich weiß noch nicht, ob ich die Strecken immer zu lang oder okay finde. Es ist irgendwie, dadurch, dass ja jeden Moment irgendein Scheiß Ja, easy game. Jetzt weiß ich, wie du dich fühlst immer, wenn ich fahre. Ja. Oh, ein Bär! Zerfetzt Alter, einfach unsere Leute! Weiß nicht, Bonnie? Nee, doch nicht. Alter. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Töte ihn! Trash und Gemütlichkeit und wirf die alten Sorgen über Bord. Und wenn du gerade den Bären verfehlst und mir dann was vom Fuchs erzählst, dann crash ich den Bären nicht. Ja, genau, den Baum können wir nicht umnieten. Ja, ehrlich, sah aus wie ein kleiner Setzling. Was ist denn mit diesem Fahr Bären? Vor. Also, der verfolgt den kriegen wir. Noch ein Bär. Nee, das ist ein Stein. Wo ist er hin? Da, ich hab ihn markiert. Ich seh ihn trotzdem. Ja, jetzt ist er weg. Rechts. Jetzt ist er weg. Was ist mit diesem Bären? Ah! Das ist einfach alle, Ich glaube, wir haben unseren Schatz erreicht hier. Ja. Schön. War da gerade ein Bär, Alter? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab nur Radio aufgedreht mit Best of Dschungelbuch Hits. War chillig. Nadines Schrottplatz. 1 von 6 habe ich jetzt hier wieder angezeigt. Du hast es nicht? Nö. Lol. Was für ein Ding? Was labert sie denn schon wieder da? Oh, da steht noch einer auf dem Dach. Auf dem da. Schönes Visier hast du, meine Güte. Oh, die schreit aber auch. Ja, warum vor allem? Können die sie nicht mehr benehmen? Feuer für den Feuergott. Nutte. So. Schön. Oh, schön, schön. Tschüss, schön, tschüss, schön. Das war schon an Gegnern? Schön. Ja gut, wer weiß, wenn die hier nicht viel finden, ne? Dann wird hier auch nicht... Also hier müssen wir wahrscheinlich rein. Abgeben. Oh, okay. Ich hab was geöffnet. Ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob wir den Schwierigkeitsgrad vielleicht auch mal noch nach oben machen müssen oder so. Findest du? Ich habe am Anfang das Leichteste genommen, auf jeden Fall. Ja, aber nee, überleg dir mal den Bären. Den haben wir Ewigkeiten gefightet. Okay. Ja gut, das stimmt wohl. Ja. Vielleicht sind das einfach nur die ersten Gegner einfach oder so. Ja, ich lese mal trotzdem den Zettel hier noch. Die ganzen Zahnräder und das restliche Zeug, das wir überall herumliegen lassen, vermuten, dass hier jemand irgendeine Maschine bauen wollte. Was es auch ist, wird sicherlich riesig sein. Sieh dir die Gegenstände an und sag Bescheid, wenn du sie findest. Vielleicht ist es etwas, was wir gebrauchen können. Also die Gegend, nicht die Gegenstände. Naja. Ist auch irgendwie dasselbe, oder? Ja, fast. Komm, wir gehen jetzt mal runter. So, wir gehen hier runter ins Dunkle. Yeah. Dunkel. Achso, ist zu. Verschlossen. Von innen abgeschlossen. Ach, üff. Hier steht bestimmt irgendwo ein Code oder irgendein Scheiß. Ja, oder die Gegend angucken und wir können irgendwo anders wieder rein oder so. Ach so. Ja, das kann auch sein. Die Gegend angucken. Da ist doch was. Hier sind doch Bauarbeiten, haben hier stattgefunden. Ja. Wir haben Bauarbeiten, Junge. Die baut ein Haus bestimmt, könnte ich mir vorstellen. Ja, in den Stein hinein. Willst du hier Seilrutsche benutzen? Alter, chillig. Das sieht ein bisschen bescheuert aus. Lass mich rutschen, Alter. Oh Gott. Problem nicht.
Ja, mach doch mal. Jetzt nicht mehr. Tu es. Weiß nicht, jetzt. Ja! Ja! Papa, der Spielplatz, so toll, Alter. Kleiner Autismus-Kick. So. Ja, war cool. Also ein bisschen das innere Kind hier in Far Cry rauslassen. Schon nice. Ey, haben Bauarbeiten stattgefunden. Echt? Ja, es ist ja dieses, dieses letzte Level von Resident Evil, Alter. Boah, nee, hör auf, Alter. Wir haben hinter uns was. Hier ist Wasser. Geh mal an das Wasser, bitte. Nee, mal, da habe ich mir. Das ist. Keine Ahnung, was das sein soll. Achso. Boah, was geht denn hier jetzt? Fucking Dwemer-Ruine von Skyrim. Hier ist irgendwas. Ja, erstmal drücken, Alter. Oh, oh. Was ist denn das, Alter? Hier ist auch ein Zettel. Irgendwas dahinter zum Looten oder so. Ich komm noch nicht ran. Da ist ein Zettel, wo? Hier rechts. Ach da, okay. Mal gucken. Lesen. Nadines Tagebuch. 17 Jahre. Dieser elende Kollab. 17 Jahre allein in Gedanken an Rache versunken. Diese Maschine war am Anfang ein Bunkertor. Dann habe ich eine Zielscheibengalerie daraus gemacht. Dann war es beides. Ich stelle mir vor, dass die Leute alle Leute waren. Die Ziele alle Leute waren, die sich früher über meine Comicsammlung lustig gemacht haben. Zieh am Hebel, schieß auf alle Ziele auf jeder Seite und zwar presso. Therapeutischer Erfolg. Gefolgt fangt Zugang zum Bunker. Okay. Ich fang mal an. Gefolgt fangt Zugang. Oh. Habe ich getroffen? Ja. Ja, das war eins. Oh, da ist das nächste, Junge. Hä? Oh. Ey, King. Oh, Junge, jetzt geht's nicht ab. Zittert ihr? Nee, da vorne. Easy. Hab einfach Dauerfeuer drauf geböllert. Chillig, Mann. So, was kommt jetzt? Jetzt ist da offen oder was? Nee, da hinten muss ja auch noch irgendwas passieren mit der Kugel. Sicher? Ja, ja, guck mal. Ja? Die erste oder? Seite haben wir voll. Hier, da sind sie. Ah. Ach so. Ja, Junge, was ist denn mit denen? Fickt euch alle! Zählt nicht. Wir brennen. Es ist ein Auf und Ab. Stell dich am besten vor mich, wenn ich ihn erwische. Ja, konnte so besser treffen. Sauer, Alter. So, waren das alle? Ja, wieder vier Lappen. Da kommt jetzt die Kugel. Alter, die Kugel. Junge, die Konstruktion. Vor allem, wie hatten bitte Nadine diese riesige Kugel da hochgehoben? Alter. Mit Hebelwirkung. Junge, Jimmy Neutron lässt grüßen hier auf jeden Fall. So, cool. So, wir haben es geschafft. Das hat mir sehr gefallen. Guck mal, ein Luftballon. Ja. Oh, Party. Glitzer, Glitzer. Schön, Molotow, Alter, Dynamit. Ich lass gleich mal das Knock so. Ich klack gleich mal das Schloss. Ich kann nicht mehr reden. Vor allem ist Freitag mitten in der Nacht, ne? Wenn es ist alles einfach nur zum Entschuldigen. Guck mal, hier liegen Socken auf einem Hemd. Das finde ich auch sehr unmenschlich. Legst du deine Socken auf deine Hemden? Nö. So, kommst du zusammengeknüllt in irgendeinen Karton? Alles verändert. Guck mal, hier ist schönes sauberes Klopapier, Junge. Richtig geil. Alter. Geil. Ich spiel mal hier ab. Ja, toller Plan anscheinend, hat nicht so gut geklappt. Hier ist nur ein Zettel. Vor dem Kollaps hat Eden's Gate unser Leben zerstört und alles in Scheiße verwandelt. Jetzt kommen die Iron Man und machen genau das Gleiche. Noch einmal verkrafte ich das nicht. Ich muss das alles hinter mir lassen. 17 Jahre lange Zielübungen habe ich hinter mir. Ich werde jetzt packen und losziehen und das Land nach allen Comicbüchern absuchen, die noch übrig sind. Dann habe ich diese weltbeste und einzige Sammlung. Das kann sich doch sehen lassen. Ja, toller Plan auf jeden Fall. Toller. Klar, gut. Wir haben alles, ne? Wir haben wieder Vorteilspunkte. Wir holen jetzt erstmal den Kletterhaken, würde ich sagen. Ja, habe ich auch schon ausgewählt. Wo ist der denn? Ganz links oben. Ganz links. Ah, Kletterhaken. Alles klar. Nehmen wir mit hier. So, haben wir. Sehr schön. Läuft bei uns. So. Tür ist auch gleich offen. Alter, diese miese Sau. Das Schwein ist on fire. Das Schwein ist on fire. Schön kross, dankeschön. Geil. Guck mal, wie nice es das Bein von sich streckt, Alter. Ist es bei dir auch? Nee, bei mir liegt es auf der Seite. Bei mir hat es richtig nice das Bein so komplett nach hinten, Alter. Als wäre das so dran gesteckt. Guck mal, was sie. Ist das jetzt. Sieht das jetzt so aus, wie weil es verbrannt wurde? Oder hat es einfach so Schuppenflechte? Oh. Das ist eine gute Frage. Wir wissen auf jeden Fall, dass dieses Schwein nicht Sebastian Vettel ist, Alter. Das sind nämlich keine Schuppen. Macht ihr überhaupt noch Werbung dafür? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es immer alles nicht. Oh, hier, guck mal, so. Hier steht noch was. Warte mal, das nehme ich noch mit. Oh, da ist ein Airdrop gerade runtergekommen, Alter. Wo? Ja, hinter! Ich finde vor allem geil, dass ich meinen Flammenwerfer nachlade mit aneinander geducktapte, weiß ich nicht, was für Spritflaschen. Naja, alles für die Sicherheit, weißt du doch.
Ja, wo ist eine Erdorbitzin? Das ist doch was. Was ist denn mit dir? Laufen, ja. Ach so, das wusste ich gerade. Hinter uns ja, ist der doch. Der ist doch hier links. Hier links ist er. Folge mir. Ich sehe dich nicht auch nicht. Ach, da. Dich auch nicht. Ja, da doch. Unten. Ja. Ja, warum steigen die Fontäne nicht höher? Was soll das denn, Alter? Ja, also, das ist schon wieder wirklich. Und dann wundern, dass sie hier nicht klarkommen in ihrem Kaff. Fast so wie so ein PvP-Warmode-Wardrop, Alter. So. Richtig sad. Hä? Oh, das hat aufgehört bei mir. Nein. Siehste, so, aus Rache. Aus Rache. Bougainvillea, man kennt es, Ethanol, sehr schön. Naja, das war doch wie. Wieder total erfolgreich hier. Ja, überragend. Erfolgreicher Superrun. Und dann können wir im nächsten Part, nämlich bestens gerüstet, sobald wir diese Werkbank oder die Waffe haben, Alter, haben wir 7 Millionen Zahnräder und können komplett eskalieren. Ist es schon wieder soweit? Es ist ja. Es ist schon wieder kurz nach Mitternacht hier, liebe Leute. Junge. Werden wir im nächsten Part die Waffe holen und dann völlig geisteskranke Superboys werden, Alter. Ich so, mag Buzz Lightyear und Woody-mäßig. Nicer Woody. In diesem Sinne, Freunde, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, Woody rein. Shows. Macht's gut.